Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Bedenkt, wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er verhindern, dass man in sein Haus einbricht. Haltet auch ihr euch bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Da sagte Petrus: Herr, sagst du dieses Gleichnis nur zu uns oder auch zu allen? Der Herr antwortete: Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Gesinde einsetzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die Tagesration gibt? Selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Wahrhaftig, ich sage euch, er wird ihn über sein ganzes Vermögen einsetzen. Wenn aber der Knecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr verspätet sich zu kommen, und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, dann wird der Herr jenen Knechten an einem Tag kommen, an dem er es nicht erwartet. Und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den Ungläubigen zuweisen. Der Knecht, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber nicht darum kümmert und nicht danach handelt, der wird viel Schläge bekommen. Wer aber ohne den Willen des Herrn zu kennen etwas tut, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge bekommen. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückgefordert werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr verlangen. Dieses Evangelium ist schon eine Herausforderung. Beim Vorbereiten habe ich mir gedacht, es ist schon ganz eigen, dass Jesus so spricht, wenn er jemand in Stücke hauen wird. Ich habe mir nur gedacht, ich kann mir es nicht vorstellen, wie das sein könnte. Und doch spricht Jesus davon. Und er ist der, der seinen Jüngern eigentlich immer wieder den Weg zeigen will. Wo geht es hin? Was sollt ihr machen? Und ich habe mir dann schon überlegt, wer viel empfangen hat, von dem wird viel gefordert werden. Weiß ich überhaupt, wie viel ich bekommen habe? Wissen wir, jede einzelne von uns, wie viel wir bekommen haben? Wenn wir viel bekommen haben, dann wird auch von uns viel gefordert werden. Und doch denke ich immer wieder an die Barmherzigkeit Gottes. Er ist einer, der für uns Menschen da ist. Und er hat uns Menschen geliebt und hat uns Menschen geschaffen. So ist es nicht seine Art, Menschen in Stücke zu hauen. Wenn wir aber überlegen und denken, was habe ich bekommen? Wofür kann ich einstehen? Wofür oder was kann ich Jesus zurückgeben? Es ist immer wieder das, wo er uns
wo er uns immer wieder darauf aufmerksam macht, dass wir auch auf die Armen schauen sollen, auf die Kleinen. Nicht immer nur auf uns, was für uns wichtig ist, was für mich wichtig ist, sondern das zu tun, was Jesus möchte. Die Liebe leben und barmherzig sein. Und das wünsche ich uns heute.